In der Welt von One Piece zeichnet sich Eiichiro Oda stets auch dadurch aus, dass er ein Meister des Foreshadowings ist. Heute sprechen wir über ein Foreshadowing aus längst vergangenen Jahren, das für die heutige Plotstruktur und dessen Entwicklung fundamental wichtig ist, und eine ganz bestimmte Color Page hat es hier absolut in sich. Sie zeigt nämlich den Konflikt zwischen den Strohhüten und den Blackbeard-Piraten. Es existieren erdrückende Hinweise auf die mögliche Entführung von Nico Robin und die mögliche Piratenallianz mit dem Big Mom Piraten, um Blackbeard endlich zu Fall zu bringen. Denn wir alle wissen, dieser Kampf gegen Blackbeard und seine Crew steht ohnehin schon sehr lange fest. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal. Daumen nach oben wäre auch korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Als One Piece Kapitel 902 im April 2018 rauskam, hat gerade die Color Page besonders viel Interesse geweckt. Auch ich habe damals ein Video zu dieser Color Page gemacht und die Theorie war, dass die Blackbeard Piraten auf Whole Cake Island auftauchen und dort ihr Unwesen treiben. Dies traf auch einige Jahre später genauso ein. Im Egghead Island Arc haben wir nach einer schemenhaften Cover Story endlich die Bestätigung final bekommen. Pudding wurde von den Blackbeard Piraten auf Whole Cake Island entführt und die Frage ist natürlich, wie kann diese Color Page die kommende Zukunft weiter beeinflussen. Nun, damals waren bestimmte Variablen noch gar nicht bekannt. Heute stehen diese aber zur Verfügung und sie zeigen eine komplett neue Perspektive. Schauen wir uns zum Recap die Color Page nochmals im Detail an. Die Color Page hat den Titel Die Sweet Busters und wir sehen Ruffy und die Strohhüte gegen Süßigkeitenmenschen kämpfen. Aber wenn wir hier genauer hinschauen, dann stellen wir Folgendes fest. Nämlich sind unter anderem auch die Blackbeard-Piraten hier in dieser Color Page versteckt. Erstens, Juan Wolf in der hinteren Mitte als Lebkuchenmännchen. Auch die Position und seine Handgestik erinnert stark an sein Marineford-Auftauchen. Zweitens, auf der linken Seite kann man ganz klar Vasco Shot erkennen. Sein Gesicht ist nahezu 1:1 identisch. Drittens, vor ihm ist Avalo Pizarro. Erkennen kann man dies an seiner Haarfarbe, an seinem Schnurrbart und den Hörnern. Viertens und als nächstes sehen wir Shiryu des Regens in der Mitte der Color Page als Schleim etwas erkennbar an seiner Mütze, als auch die Eigenschaft, hinter dem Gegner mit seiner Unsichtbarkeitsfrucht aufzutauchen. Weiterhin können wir mittig in der Color Page eine Person sehen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Brûlé zeigt. Einerseits zu erkennen an ihrer Haarfarbe, dem Farbschema Lila, der längliche Kopf und vor allem an dem Detail, dass wir ihren Körper ganz klar als Spiegelwelt identifizieren können, denn die Kacheln und der Boden, auf dem die Strohhüte unterwegs sind, deuten ganz klar auf die Spiegelwelt hin. Zusätzlich natürlich auch das Gesicht, das sehr einem Spiegel ähnelt. Es gibt aber auch in der Color Page einen möglichen Hinweis auf Gecko Moria, denn links oben sind Fledermäuse zu erkennen und Gecko Moria ist die einzige Person in One Piece, die wir damit assoziieren können, und anders als im Jahre 2018, als die Color Page rauskam, wurde bekannt, dass Gecko Moria bei Blackbeard aufgetaucht ist. Heute wissen wir natürlich, was dahinter steckt und Gecko Moria befindet sich nach wie vor noch auf der Insel von Blackbeard. Aus dieser Kombination der Color Page kann man ganz klar die Konfrontation der Blackbeard-Piraten und den Strohhüten sehen. Aber wieso ist die mögliche Entführung von Nico Robin so wichtig? Denn wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sich Nico Robin abseits der Strohhüte befindet. Auch ist die Gestik ihrer Hand relativ klar. Sie greift nahezu schon verzweifelt nach den Strohhüten, als würde sie sie auf Biegen und Brechen erreichen wollen. Auch deutet ihre traurige Mimik darauf hin, dass mit Nico Robin etwas nicht stimmt. Und da kommen wir nun zu einem einzigen Ergebnis. Nico Robin wird von den Blackbeard-Piraten entführt, genauso wie Pudding entführt wurde, und das aus demselben Grund, nämlich um die Rope-Pornoglyphe zu entschlüsseln. Zusätzlich hat Eiichiro Oda die mögliche Entführung von Nico Robin nochmal deutlich in Kapitel 818 auf Zoo unterstrichen, und wir alle wissen, wie Oda auf Gesagtes in der Vergangenheit wie so oft zurückgreift, um den Plot zu progressen. Als wir nämlich das allererste Mal über die Rope-Pornoglyphe gestolpert waren, hat Nekomamushi über die Gefahren für Nico Robin aufmerksam gemacht, dass sie natürlich eine Zielscheibe für jeden ist, der nach Laugh-Tale möchte, und es wäre absurd anzunehmen, dass Blackbeard es nicht auf Nico Robin abgesehen hat, denn die Weltregierung hat Nico Robin als Ziel, als auch damals Kaido und Big Mom. Wieso also nicht auch Blackbeard? Einerseits wäre hier die Parallele zu Pudding. Blackbeard ließ Pudding nämlich entführen, weil sie möglicherweise mit dem Awakening ihres dritten Auges die Pornoglyphe entschlüsseln könnte. Das sollen zumindest alle Leser denken. Ich
persönlich habe ja eine ganz andere Theorie, nämlich glaube ich, dass Blackbeard Pudding nur wegen ihrer Teufelsfrucht entführt hat, denn Pudding kann die Erinnerungen einer Person lesen, auswerten und diese manipulieren. Diese Theorie habe ich aber in einem anderen Video detaillierter beschrieben, schaut da gerne nach diesem Video vorbei. Ich meine, holy shit, stellt euch vor, Blackbeard schafft es auch neben Nico Robin, J. Garcia Saturn zu entführen und seine Erinnerungen mit Hilfe von Pudding zu lesen. Das wäre natürlich maximal heftig, die Erinnerungen einer der fünf Weisen. Da aber die Pudding-Thematik für meinen Geschmack nicht 100% safe für Blackbeard ist, man weiß ja gar nicht, ob dieses Awakening von Pudding überhaupt die Pornoglyphe entschlüsseln kann und Blackbeard aus meiner Sicht ein Stratege ist, der kein Risiko großartig eingehen wird und über mehrere Ecken denkt, so glaube ich, hat Blackbeard genau deshalb auch Nico Robin im Visier. Ein weiterer Punkt, der für die Entführung von Nico Robin stünde, wäre eine Aussage von Oda, die eine deutliche Parallele zwischen Blackbeard und Nico Robin aufzeigt, nämlich dass Blackbeard ein Archäologe geworden wäre, wenn er kein Pirat wäre und dass Blackbeard vor allem an der Geschichte interessiert sei, genauso wie Nico Robin. Und fügt man alles zusammen, erstens, Nico Robin auf der Color Page abgeschotten und traurig, sie greift nach den Strohhüten, zweitens, die Aussage von Neko Mamushi, die sich bewahrheiten würde, da es ja um die Rope-Pornoglyphe geht, drittens, die Parallele zwischen Pudding und Nico Robin, beide haben das Potenzial, die Rope-Pornoglyphe zu entschlüsseln und viertens, Blackbeards Verbindung zu der Archäologie und der Geschichte. Wenn wir all dies betrachten, dann ist gerade bei der Foreshadowing-Thematik, die ja bis jetzt sehr überzeugend mit dieser Color Page eingetroffen ist, es meiner Meinung nach fast schon safe, dass dies exakt so eintreffen wird, denn die Blackbeard-Piraten sind auch bereits vor Egghead Island und mit Katharina Devon als auch Raffit haben wir hier ein perfektes Team für genau solch eine Entführungsmission. Katharina Devon, die sich verwandeln und unter die Leute mischen kann und Raffit, der die Hypnose in seinem Fähigkeitsspektrum beherrscht. Hier müssen Nico Robin und die Strohhüte enorm aufpassen. Naja, dass Ruffy seinen Kampf gegen Blackbeard bald haben wird, habe ich in meinen letzten Videos schon öfters deutlich gemacht. Blackbeard hat zahlreichen Freunden von Ruffy geschadet, diese als Target und nach wie vor ist und bleibt Blackbeard durchgehend eine Gefahr für Ruffys Umfeld. Vor kurzem Trafalgar Laws Niederlage, in naher Zukunft eventuell Garb und Corby. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ruffy von all den Taten von Blackbeard erfährt und spätestens dann, vor allem wenn die mögliche Entführung von Nico Robin im Raum steht, wird nichts und niemanden Ruffy davon abhalten, Blackbeard den Krieg zu erklären. Darüber hinaus steht auch die Frage im Raum, ob Ruffy mit den übrig gebliebenen Big Mom Piraten eine Allianz eingehen würde. Einiges spricht zumindest dafür. Einerseits ist Pudding ebenso eine Freundin der Strohhüte. Ihr würden die Strohhüte ohne Wenn und Aber helfen, egal wie die Umstände ausschauen. Gerade die Nico Robin Parallele und die Freundschaft zu Sanji bestärkt diese Tatsache vehement. Andererseits haben sich Ruffy und Katakuri nach ihrem Kampf auf Bro-Basis verstanden und beide respektieren sich gegenseitig. Auch war Katakuri völlig fein damit, dass Ruffy Big Mom erledigen würde. Big Mom ist nun aus dem Verkehr gezogen und Katakuri würde demnach als Captain nachrücken. Katakuri würde definitiv mit Ruffy zusammenarbeiten, denn auch Film Red hat schon die Sympathien zwischen diesen beiden Fraktionen angeteased. Zu guter Letzt zeigt natürlich die Color Page Brûlé und ihre Spiegelwelt. Mit Hilfe ihrer Kraft könnten die Strohhüte Orte wechseln, sie könnten zusammen planen und demnach mit den Big Mom Piraten auch zusammen agieren, um die Blackbeard Piraten zu überraschen. Fest steht auf jeden Fall, Ruffy und seine Crew nutzen in dieser Color Page definitiv die Spiegelwelt, um hier gegen Blackbeard einen Angriff zu starten. Und nicht nur das, sie könnte ebenfalls zeigen, wie Ruffy mit den Strohhüten von Egghead Island fliehen könnte, denn die Spiegelwelt ist natürlich eine Verbindung aller Spiegel in einer anderen Dimension. Ob nun am Ende des Tages eine Allianz stattfindet oder nicht, das kann nur Eiichiro Oda beantworten. Jedenfalls würden all die Punkte, die ich aufgezählt habe, maximal Sinn ergeben und einen kompletten Plot kreieren, der ebenfalls logisch ineinander läuft. Sowohl Ruffy als auch Katakuri haben beide ein enormes Interesse, Blackbeard zu erledigen. Wieso also nicht zusammenarbeiten? Und spätestens, wenn Nico Robin entführt wurde, wissen wir alle, in welche Richtung One Piece gehen wird. Es wimmelt nur von Parallelen und Teasern. Ein Enies Lobby 2.0 wäre natürlich maximal heftig. Und wenn wir die Theorie weiterflechten und tatsächlich auch Saturn entführt werden würde, dann stellt euch mal vor, welche One Piece Geheimnisse dieser alte weise Mann mit sich trägt. Ganz klar würde dann nur umso mehr deutlich werden, wie nah wir am eigentlichen Ende von One Piece sind. Ich bin jedenfalls gespannt, was Eiichiro Oda für die Zukunft vorbereitet hat.